Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video soll es wieder um das Halloween Event gehen. Ich habe sämtliche Skins der Waffen und der Legenden vom Event für euch zusammengetragen, zeige ich euch gleich. Auch ein paar Glücksbringer sind dabei. Das Erbstück von Lifeline ist dabei, das gibt es in diesem Event. Und es tummeln sich unter einen oder anderen Bildern Waffen. Das sind Exklusivskins, die mit dem Event nichts zu tun haben. Das werde ich auch dazu sagen, wo ich einen Exklusivskin vermute. Das mischt sich leider ein bisschen, darüber rede ich aber. Und von den Skins, ich zeige euch jetzt gleich mal folgendes Menü. Das kennt ihr aus verschiedenen Events, das ist ja nichts Neues. Und ich zähle 9 legendäre Skins an der Zahl. Ich habe kurioserweise aber 10 Bilder, die ich euch zeige. Der einzige, der fehlt, der mir jetzt noch spontan einfallen würde, wir haben ja 11 Legenden. Krypto ist die 11. Legende, wenn ich mich jetzt nicht völlig vermache. Pathfinder ist in dieser Liste nicht zu finden. Ich habe aber noch Octane dabei. Octane ist in dieser Liste nicht zu sehen. Sieht aber den Skin, den ich habe, der sieht nach einem Halloween-Event-Skin aus. Deswegen, wir fangen jetzt erst einmal mit den Glücksbringern an. Ne, ich fange zuerst mit dem Lifeline-Erbstück an. Ich dachte ursprünglich, dass das ein Schwert ist. Ich habe mal ein Bild gesehen, aber das sieht aus, als wären das hier so ein paar Drumsticks oder irgend sowas. Also, der Fantasie ist freien Lauf gelassen. Man könnte auch vermuten, dass es Blindenstöcke sind. Also, das ist jetzt natürlich totaler Käse von mir, aber mal ganz übertrieben gesehen, Drumsticks, die man wahrscheinlich, was weiß ich, die kann man einfahren, aber also für mich sieht es nicht nach Drumsticks aus. Aber mir hat ein Abonnent mal gesagt, dass das Drumsticks sein sollen. Für mich sind das Blindenstöcke. Ist natürlich nicht abwertend gemeint, ist natürlich logisch. Als nächstes haben wir die Glücksbringer, die ich richtig, richtig geil finde. Und zwar haben wir einen Hexenhut, ein Meteor, ein Clown und natürlich Halloween darf ein Kürbis nicht fehlen. Den finde ich richtig schön. Jetzt kommen wir aber zu meinen absoluten Favoriten und zwar ist das dieser welcher. Und zwar das kleine Halloween Nessie Monster. Nessie verkleidet als Geist, finde ich eine ultra coole Idee. Mit so einem Süßigkeitenbeutel Trick or Treat, so heißt es Halloween. Dieser Shoutout, den man in Amerika sagt, Trick or Treat. Nebenbei bemerkt, so, ich möchte jetzt mal sämtliche Legenden einblenden. Der Vollständigkeit halber zeige ich natürlich auch die Skins, die ich beim letzten Video schon gezeigt habe. Angefangen mit dem Caustic, ein absolut mega geiler Skin. Ich finde, die wirken jetzt hier in diesem, das sind ja alles Leaks, das sind ja, da gibt es einen Dataminer Leak, der nennt sich That One Mining Guy. Daher habe ich die ganzen Informationen. Der sucht in den Quellcodes und gibt sich da echt Mühe, da viele Sachen rauszufinden. Und deswegen wirken die Bilder im allerersten Moment erstmal nicht ganz so geil. Wenn dann nachher das Original, wenn das nachher im Event alles rauskommt, wird das natürlich deutlich geiler aussehen. Ich finde den Skin sehr geil, auch wenn der hier auf dem Bild erstmal nicht so richtig wirkt. Nächster Skin wäre Lifeline, habe ich beim letzten Mal noch nicht zeigen können. Sieht auch absolut stark aus. Ja, dann kommen wir zu Watson. Watson gefällt mir auch sehr gut, kann ich gerne mal ein bisschen größer machen. Die leuchtenden Fledermäuse auf dem Skin, das sieht sehr, sehr edel aus. Danach haben wir den Bloodhound und der Bloodhound, der Octane. Der Octane ist, wie gesagt, die Legende, die ich in der Liste, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, nicht drinne habe. Und das verwundert mich ein bisschen. 9 Skins an der Zahl waren es bei den Legenden. Octane und der Pathfinder fehlen, das hatte ich anfangs gesagt. Man ist aber, es ist unschwer zu erkennen, dass es ein Halloween-Skin ist, hier mit diesem leuchtenden Spinnennetz. Vielleicht gibt es auch im Store noch ein paar Exklusiv-Events, die man so kaufen kann, die man sich nicht freischaltet über die Packs. Das kann durchaus möglich sein. Das weiß ich jetzt nicht wirklich. Als nächstes haben wir Wraith. Also das Gesicht, das ist nämlich das, was ich mit den Bildern meine. Auf den Bildern wirken die vielleicht nicht so cool, weil das Gesicht sieht so gemalt aus, wie so eine Porzellanpuppe. Da sind überhaupt keine Konturen richtig drin, finde ich jedenfalls. Und deswegen denke ich, dass es im Original natürlich deutlich cooler aussieht. Der Wraith-Skin gefällt mir ansonsten sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch den Bloodhound-Skin, den habe ich im letzten Video auch schon gezeigt. Das ist der, das ist halt das, was ich meine. Der gefällt mir überhaupt nicht so richtig. Ich denke, dass der im fertigen Spiel nachher deutlich besser aussehen wird. Weiter geht's mit Mirage. Das ist jetzt, also der flasht mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde,
Ja, Halloween, Cowboy und Indianer, wer verkleidet sich in dem Alter, möchte ich mal in Anführungszeichen sagen, als Cowboy? Deswegen finde ich den Skin absolut nicht schön. Also Halloween ist für mich, das muss was mit Gruseln zu tun haben. Das wäre, wie als würde Wraith oder Watson, wie sie alle heißen, also alle die ganzen weiblichen Legenden, als würden sie sich als Prinzessin verkleiden. Halloween hat was mit Gruseln zu tun, finde ich. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches eure favorisierte oder euer Skin ist. Der favorisierte Skin für Halloween, meine Fresse, was ist denn heute los? Wortfindungsstörung, das ist der Graf Dracula Skin von Krypto, den hatte ich im letzten Video auch schon gezeigt, den finde ich auch richtig, richtig geil. Dann haben wir mein Favorit, meine Fresse, jetzt geht das Image nicht auf, und zwar ist das Frankensteins Monster, der Gibraltar, den finde ich so geil, den muss ich einfach mal ein bisschen größer machen. Das ist mein absoluter Favorit. Meine Meinung, wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsskin ist, auch bei den Waffen, die ich gleich noch zeige. Der Gibraltar, das ist halt Halloween. Jetzt vergleiche ich den mal mit dem Mirage. Was soll man dazu sagen? Mehr muss man dazu, denke ich, nicht sagen. Ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Und den letzten Skin, den ich habe, das ist der von Bangalore. Habe ich im letzten Video auch schon gezeigt. Auch da habe ich meine Meinung dazu gesagt. Der gefällt mir auch nicht unbedingt so. Ah, sieht aus wie so eine Voodoo-Tante, Voodoo-Priesterin, keine Ahnung. Ist jedenfalls nicht ganz so mein Fall. Jetzt möchte ich euch noch sämtliche Waffenskins zeigen. Das sind ultra geile Skins dabei. Und darunter mischen sich auch ein paar scheinbar Exklusivvarianten, die man später im Store wohl noch kaufen kann, die nichts mit Halloween zu tun haben. Aber dazu sage ich dann mehr, wenn ich euch die Bilder jetzt zeige. Da fällt mir ein, zwei Skins für den Mirage habe ich noch. Das scheinen zwei Exklusivvarianten zu sein. Und zwar diese beiden. Die scheinen mit Halloween nichts zu tun zu haben. Ich habe leider kein Textmaterial dazu gehabt. Aber sieht beides nicht nach Halloween aus. Links die Seite, das mit ein paar Flammen, ein bisschen was Leuchtendes hier. Diese Brille, die leuchtet etwas. Aber für mich nichts, was mit Halloween zu tun haben könnte. Wir haben ja eh den Cowboy-Skin. Von daher scheinen das Exklusivvarianten zu sein. Die linke finde ich ganz cool. Naja, was soll ich zu der rechten sagen? Die rechte finde ich eher mega hässlich. Und jetzt kommen wir zu den Waffen. Ich fange einfach mal mit den Exklusivvarianten an, damit wir es ein bisschen spannend machen. Aber die Halloween-Skins für die Waffen, die sind wirklich der absolute Wahnsinn. Bleibt einfach dran, es lohnt sich wirklich. Fangen wir mit der ersten Exklusivvariante an. Meiner Meinung nach zumindest eine Exklusivvariante, auch wenn wir hier einen Totenkopf sehen, muss das jetzt nicht zwangsläufig was mit Halloween zu tun haben. Wir haben hier die Devotion. Also es ist ein schöner Skin, flasht mich jetzt nicht total, aber es ist trotzdem kein schlechter Skin als Exklusivvariante. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es Exklusivvarianten sind, die dann nachher im Store erhältlich sind. Als nächstes haben wir die Mosambik, scheinbar eine Exklusivvariante. Dann haben wir die Longbow und die Elster. Sollte ich mich irgendwo mal verquatschen mit dem Waffennamen, verzeiht mir das bitte. Ich habe ja ein Talent dafür, das öfter mal zu machen. Ich suche. So, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Jetzt muss ich wieder aufs Image. Tut mir leid. So, ich will hier mal so ein bisschen hin und her zoomen. Ich finde nämlich den Elster-Skin, der sieht ultra stark aus. Dann haben wir halt, wie gesagt, den Longbow-Skin. Der sieht auch nicht schlecht aus. Und muss ich jetzt unbedingt was zur Lieblingswaffe aller Leute sagen? Der Mosambik. Jetzt hat mir doch fast der Name gefehlt, glaubt's. Weiter geht's mit der Crabber, auch ein schöner Skin. Dann haben wir die Wingman, ganz klar. Und die Flatline. Ich möchte mich übrigens nochmal bedanken, dass ihr bei dem Halloween-Video, bei dem allerersten, mich darauf gebracht habt, was die eine Waffe ist, die ich nicht erkannt habe. Also die meisten waren zumindest der Meinung, dass es eine Flatline ist. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich habe Flatline und 301 am meisten gelesen. Auch ein sehr, sehr schöner Skin. Hier hätte man auch vermuten können, dass es ein Halloween-Skin ist, weil hier, ich sage mal, der Tod zu sehen ist. Aber es gibt von den Exklusivvarianten allgemein bei den Waffen öfter mal irgendwo einen Totenkopf zu sehen. Also können wir sicher sein, dass das definitiv keine Halloween-Sachen sind. Dann haben wir die Prowler. Sieht auch nicht schlecht aus. Nochmal die Elster. Und wir haben hier habe ich eine Weile gerätselt, könnte das eine Halloween-Geschichte sein? Hier haben wir die RE45. Moment, jetzt verdrücke ich mich ja wieder halb. Und meine Fresse, ich verrutsche jetzt.
Wegen diesem Totenkopf mit diesen Flügeln dran war ich am Überlegen, könnte das ein Halloween-Skin sein? Ja oder nein? Ich gehe davon aus, dass es eine ganz normale Exklusivvariante ist. So, und jetzt kommen wir zur letzten Exklusivvariante von der Flatline. Der sieht auch sehr cool aus, aber beim Halloween-Event, glaubt es mir, gibt es viel, viel geilere. So, jetzt kommen wir zu den Halloween-Event-Skins. Auch unter den Halloween-Skins tummeln sich meiner Meinung nach eventuell ein paar Exklusivvarianten. Los geht's. Ich würde sagen, die Exklusivvariante könnte man vermuten, dass das die Spitfire ist. Die sieht jetzt nicht ganz so extrem nach Halloween aus. Dann haben wir hier, ich hoffe, es ist die Hemlock. Bei der Hemlock habe ich manchmal Probleme, die gleich auf Anhieb zu erkennen. Mit so einer, ich sag mal, Art Galionsfigur, wie man es von Schiffen kennt. Mit solchen Flügeln, irgend so eine Frau. Sieht ultra stark aus. Dann hier wahrscheinlich eine seltene Halloween-Variante von der 301. Und halt der Spitfire. Die besten Skins kommen natürlich zum Schluss. Das werden die Exklusiv-Varianten sein. Da sind richtig schicke dabei. Dann haben wir hier oben, schlag mich tot, ich hoffe, es ist die Longbow. Die Longbow ist auch manchmal so, da bin ich manchmal talentfrei. Nee, es ist die Longbow, definitiv. Hier mit einigen Vogelscheuchen verkleidet, so ein bisschen. Also Vogelscheuchen mit Halloween. Kürbisköpfe, meine Fresse, ich habe echt Wortfindungsstörungen heute. Dann haben wir die Eva 8, das sieht für mich auch eher nach einer Exklusivvariante als nach einer Halloween-Geschichte aus. Und die Mastiff ist meiner Meinung nach ein Halloween-Skin. Hier ist auch gleich ein Glücksbringer dran. Das wäre interessant zu wissen, ob der fest hier dran ist oder ob das noch ein zusätzlicher Glücksbringer ist. Ich gehe davon aus, dass es eine Halloween-Variante ist, eben wegen diesem Glücksbringer. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Schrumpfkopf. Dann haben wir einen richtig, richtig schönen Flatline-Skin. Ich mache auch die mal ein bisschen größer, damit ihr in den Genuss kommt. Jetzt klingelt es kurz, Moment. So, weiter im Text. Also die Flatline. Absolut schöner Skin. Ich hoffe, das ist groß genug. Wenn nicht, ändern wir das kurz. Auch viele Kürbisköpfe darauf zu sehen. Dann haben wir die P20 als Skin, der eher nach einem seltenen Skin aussieht. Seltenem Skin. Und die Friedensstifter mit ein paar Geistern drauf. Sieht auch sehr schick aus, aber es gibt halt viele, viele andere legendäre Skins, die deutlich geiler aussehen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aus der Puste, meine Fresse. Den hat man schon. Moment. Achso, ich muss ja. Muss ich nach unten? Ja, ich muss ja nach unten. Ich bin in der Reihenfolge jetzt verrutscht. Dann haben wir hier noch den Eva 8 Skin. Oh, ich hoffe, ich doppele jetzt hier nirgendwo. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, wie die Farben leuchten, wenn man die Waffe in der Hand hält. Der Skin gefällt mir gar nicht mal so schlecht, auch wenn das nicht gerade einer meiner Lieblingswaffen ist. Als nächstes haben wir, jetzt fangen die geilen Skins an. Ich würde sagen, der Triple Tech Skin ist noch ein relativer Standard Skin, wenn man mal alle anderen vergleicht. Obwohl, das könnte auch schon ein legendäres sein. Doch, mit diesen Halloween Kürbisköpfen. Warum habe ich mit dem Wort Kürbisköpfen so ein Problem? Auf jeden Fall sieht das ultra stark aus mit vielen Spinnennetzen. Jetzt kommen wir zu einer meiner, also jetzt kommen wir zu einem meiner favorisierten Skins für das gesamte Halloween-Event. Das ist der Alternator-Skin. Der sieht ultra stark aus. Ich kann nicht ganz deuten, was das darstellen soll. Das sieht aus wie so ein Monster. Und hier so ein Maul, was so ein bisschen zugebunden ist. Und dieser Skin für die Wingman sieht ja mal ultra stark aus. Mit diesem Clown hier in Verbindung mit dem Caustic-Skin, diesem Clown-Skin, sieht das bestimmt richtig cool aus. Absolut geile Mischung. Und jetzt kommen die letzten Skins, die sehen wirklich sehr, sehr schick aus. Zieht es euch mal sowas von rein. Fangen wir mit der Prowler an. Auch diese mache ich mal ein Stück größer. Sorry nochmal, dass ich heute so ein bisschen mit meinen Wortfindungsstörungen zu tun habe. Der Prowler Skin. Wieder mit so einer Art Sheriff-Stern. Sogar mit einem, könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, mit so einem Einschussloch hier auf dem Stern, an dem Anhänger, dieser Glücksbringer, könnte das wahrscheinlich bei der Waffe sein. Ist so ein kleiner, also ein Einschussloch drauf. Hier haben wir so ein goldenes Pferd oben. Jetzt zeige ich natürlich mit meiner Maus darauf, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Mit so einem Lederüberzug, hier haben wir noch ein paar Kugeln am Schaft eingeklemmt. Und als nächste Waffe haben wir hier, Moment, jetzt muss ich kurz rätseln, was ist das für eine Waffe? Ist das die Havoc? Ich glaube, das ist die Havoc. Auch mit so einem Frankensteins Monster-Gesicht mitten in der Mitte, passt zu dem Frankensteins Monster-Skin vom Gibraltar. Ein
absolut schöner Skin, aber mein absoluter Favorit von allen Skins ist der von der Devotion. Das ist wirklich ein absolutes Prachtstück. Ich schaue mal, ob ich hier auch noch ein bisschen größer das machen kann, damit man das ein bisschen besser sieht. Also ohne Scheiß, der Skin lässt eigentlich kaum Raum für Wünsche. Ohne Scheiß. Ich glaube, das ist von allen Skins im gesamten Spiel jetzt mein absoluter Favorit. Nur schade, dass ich die Waffe relativ selten spiele. Okay, sollte es demnächst weitere Informationen zum Halloween-Event geben, seid ihr natürlich bei mir auf dem Kanal. Richtig alle Informationen, die zeitnah kommen, findet ihr auch so schnell wie möglich auf meinem Kanal. Also Daumen und Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst. Würde ich mich sehr drüber freuen. Den nächsten Livestream gibt's am Dienstagnachmittag. Uhrzeit kann ich noch nicht nennen. Das war's jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, wenn ihr es noch zum Montag schaut. Das war's von mir. Bis hoffentlich morgen in meinem Livestream. Ciao, bis zum nächsten Mal.